Wir haben einen lustigen Mann hier bei uns bei Joyce, der ästhetisch auch wunderbar aussieht. Und das ist der Kevin. Und der hat eine Frage an dich, Dominik. Und das Ich habe ein kleines Problem. Und zwar bin ich, glaube ich, immer zu lieb zu den Frauen. Und ich würde jetzt von dir wissen, wieso stehen Frauen immer auf Arschlöcher? Et voilà, was meinst du? Ja, ich glaube, das hat mit dem zu tendenziell begehrt der Mensch, nicht nur die Frau oder die Männer. Man begehrt eigentlich Sachen, die man nicht gratis kriegt. Und Arschlöcher kriegt man einfach nicht gratis. Das ist wie so, das ist so die Abwehrreaktion. Das ist wie kleine Kinder, die wollen immer das im Schaufenster haben, was sie nicht kriegen. Nicht kennt, und ja. Wenn die Mutter dreimal Nein sagt, dann wollen sie es umso mehr. Wenn sie es dann kriegen, ist es dann irgendwie noch zwei Tage ist es dann auch, ja, entweder kaputt oder nicht mehr interessant. Und, und Männer, die einfach. Ja, wo man gratis kriegt, das ist einfach nicht, das ist nicht zu wahr. Ja. Und das gibt ganz, ja, da gibt es ein paar Strategien in dem schönen Buch. In dem wunderbaren Buch. Ja, es gibt ein paar Strategien, wo man das recht anwenden kann. Auch für Leute, die keine Arschlöcher sind, sich als Arschlöcher benehmen. Es ist ja gut, wenn er keins ist, aber man ab und zu ist halt die Situation, wo es von Vorteil ist. Definitiv. Wir haben einen Kommentar von Unbekannt. Und er und sie sagt, strahlende Augen, ein schönes Lachen und der Duft macht es aus. Das ist jetzt wunderschön. Ja, da würde ich sagen, das stimmt sicher. Und vor allem der Duft, das ist einfach das, wo wie so. Ja, man sagt so olfaktorische Wahrnehmung. Wenn du über Gerüche nimmst, du extrem viel wahr. Und das ist auch wie zum Beispiel, wenn du eine verwesende Katze siehst zum Beispiel, oder schmückst. Du kannst sie anschauen und du findest es. Du weißt, es ist schlecht und es tut dir nicht gut. Ja. Aber wenn du sie schmückst, wirst du den Duft nie mehr vergessen. Und ich habe jetzt so eine Erinnerung, als ich in Australien war, bin ich vom Campingplatz. Und dann ist mal eine zu mir hergekommen, so eine kleine Hippie-Frau, und hat gesagt, ich muss ihr unbedingt helfen, es schmeckt mir ein bisschen komisch. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, kann ich ihr helfen. Und dann hat sie, hinter ihr Intervention hat sie so eine tote Katze gehabt. Oh nein. Und ich habe gedacht, ja, bei meinen, ja, hey, kann ich her, habe eine Schaufel geholt beim Campingmanager. Und dann bin ich so gegen den Wind, ja, nein, mit dem Wind so hergelaufen, ist gescheiter. Und wie so die Katze hergekommen, sie ist schon voll so mit Maden und allen Sachen gewesen. Ich habe gedacht, als ich vor ihr gestanden bin, vor der toten Katze, die beim Verwesen war, und ich habe sie angeschaut und nachher habe ich gedacht, ja, es ist gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann hat eine Sekunde der Wind gedreht und ich bin irgendwie 30 km weiter weg gewesen, innerhalb von 10 Minuten am Kotzen. Und ich habe eine ganze halbe Australien zugekotzt. Oh nein. Das ist Katastrophe. Und darum so Duftnoten, das ist extrem wichtig. Und dann, glaube ich, bei den Frauen tut es dann auch wieder. Je nachdem, auf was für Typen sie stehen, ist auch relativ vom Duft abhängig. Je nach Mondspiegel stehst du dann eher auf den verschwitzten Bauarbeiter, nachher wieder auf den verkoksten Banker. So. Ich habe so das Ding, ich weiß nicht, ob du es auch so oder auch so, aber ich habe so Düfte, es gibt ja viele Parfüm auf dieser Welt, und es gibt ja so viele Düfte, die Männer immer wieder brauchen. Und ich assoziiere dann die Düfte, die ich dann schmecke, dann automatisch auch zu einer Charaktertypus. Ja. Machst du das auch oder bin ich jetzt auch die komisch, wo da jetzt das gerade so ja, es ist immer so das Gesamtpaket zwischen Stil und Auftreten und auch die Art und Rede und gestikuliert und natürlich auch der Duft und seine Stimme und viele Sachen. Und ja, aber ich glaube so, wenn man es gibt ja Patrick Süss kennt das Parfum. Also man, das ist schon das ist eine Waffe, der Duft. Ja. Und man kann ja auch Leute sehr schnell vertreiben, wenn man einfach stinkt. Ja. Ja, richtig Duft. Man sagt ja auch, ich kann dich schmücken. Ja. Ich kann jemanden nicht schmücken. Ja, und vor allem so die Düfte sind natürlich Erinnerungen, die bleiben. Also wenn ich jetzt, es passiert ab und zu im Alltag, dass ich irgendetwas schmücke und dann kommt gerade eine Erinnerung irgendwie an Lavendelhain in Korsika. Oder, also weißt du, so, das sind dann Erinnerungen, die im Unterbewusstsein abgelagert sind, aber extrem schnell durch Düfte evoziert werden können.